Nach dem Überfall Hitlers auf Polen am 1. September 1939 folgte zwei Tage später die Kriegserklärung Englands und Frankreichs. Fortan hätte die deutsche Lufthansa auf dem Flug nach Nord- und Südamerika feindliches Gebiet und unsichere Lufträume überqueren müssen. Die spannende Frage ist jetzt, wie wurde denn jetzt die Post nach Nord- und Südamerika transportiert? Dieses spannende Thema schauen wir uns heute in Zusammenarbeit mit dem BDPH etwas genauer an. Die nachfolgende Ausarbeitung stammt von Herrn Dr. Leist. Da nachfolgend Abbildungen aus der NS-Zeit gezeigt werden, muss ich darauf hinweisen, dass abgebildete Hoheitszeichen und Abbildungen in keiner Weise eine politische Gesinnung widerspiegeln. Die Postwertzeichen und Abbildungen sind historische Zeitdokumente und dienen der Aufklärung und Berichterstattung über diesen Zeitraum. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Paragraphen 86 und Paragraph 86a Strafgesetzbuch hingewiesen. Das Reichspostministerium reagierte zunächst mit einer nicht offiziell angekündigten Luftpostsperre, die bis zum 6. Oktober dauerte. Danach kündigte sie eine Verbindung nach New York durch die Pan American Airways an, die mit großen Flugbooten, Clippern, die Transatlantikroute bis Lissabon flog. Die Verbindung nach Lissabon besorgte ab Rom die italienische Gesellschaft Lati, die zudem am 1. Dezember 1939 eine Linie über Lissabon nach Brasilien eröffnete, von wo Verbindungen zu weiteren süd- und mittelamerikanischen Staaten und sogar nach Nordamerika bestanden. Brief vom 4. November 1939. Hier hat der Absender den Leitweg bereits vorgegeben. Der Luftpostzuschlag für Briefe nach New York betrug je 5 Gramm 40 Reichspfennig. Da der Brief 6 Gramm wog, betrug das gesamte Porto 1 Reichsmark und 5 Reichspfennig. Dies setzt sich zusammen aus 25 Reichspfennig für einen Auslandsbrief plus 2x 40 Reichspfennig für die entsprechende Gewichtsstufe. Den Transport über den Atlantik übernahm die Pan Am. Der folgende Brief lief am 17. Juli 1941 von Hamburg über Lissabon mit der Pan Am nach New York. Abgeschlagen wurde ein rückseitiger Ankunftsstempel 29. Juli 1941. Von der Zensur wurde die Sendung um etwa eine Woche verzögert. Das Porto für den Brief beläuft sich auf 65 Reichspfennig. 25 Reichspfennig für einen Auslandsbrief plus 40 Reichspfennig für die Gewichtsstufe je 5 Gramm. Dies macht gesamt 65 Reichspfennig. Damit ist der Brief Porto richtig freigemacht. Lissabon wurde nach Ende des Frankreichfeldzugs auch von Deutschland aus direkt angeflogen. Eine weitere Möglichkeit, Post in die USA zu schicken, bestand seit dem 1. Januar 1940, als es infolge des Hitler-Stalin-Paktes auf der Sibirien-Route zum Erstflug Berlin-Moskau kam. Der letzte Flug erfolgte am 21. Juni 1941. Am 11. Dezember 1941 erklärten Deutschland und Italien den USA den Krieg. Brief abgesendet am 5. November 1941 in Nürnberg, Ankunft am 10. Dezember 1941 in New York. Die Absenderin des Briefes war Bertha Sarah Slotky. Als Jüdin musste sie den diskriminierenden Zwangsvornamen Sarah tragen. Den verdankte sie den schändlichen Nürnberger Gesetzen und deren Kommentator Hans Josef Maria Globke, der es nach 1945 noch als intimer Vertrauter Konrad Adenauers und der CIA zum Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland brachte. Auch in den Jahren nach der Kriegserklärung kommt Luftpost aus Deutschland in die USA noch vor, zumindest bei Briefen an Kriegsgefangene. Diese wurden portofrei befördert, zu bezahlen war nur der übliche Luftpostzuschlag von 40 Reichspfennig je 5 Gramm. Die Beförderungsrouten hierbei sind schwer zu identifizieren. Vermutlich spielte das Rote Kreuz eine vermittelnde Rolle. Kriegsgefangenenpost an Soldat Alfred Kiefer in New York. Der Brief wurde am 16. November 1944 aufgegeben und zweimal geöffnet, bevor er dann seinen Empfänger am 6. Februar des folgenden Jahres erreichte. Dies könnt ihr an der Rückseite des Briefes sehen, erhalten am 6.2.45. Briefe aus dem Deutschen Reich nach Chile sind eine kleine Besonderheit. Am 12. März 1940 lief der Brief mit Luftpost via Rom, Rio de Janeiro, also mit der Lati von Berlin nach Chile. Die Ankunft lag am 29. März 1940. Die Laufzeit betrug 17 Tage. Dazu trug die deutsche Zensur ihren Teil bei. Vor Kriegsausbruch betrug die Laufzeit bis Brasilien je nach Anschluss 4 bis 6 Tage. Empfänger und Absender waren möglicherweise Juden.
Für die Sibirienroute über Moskau nach Amerika liegt derzeit leider kein Beleg vor. Dafür schauen wir uns einen Luftpostbrief nach Persien an, der die Wirksamkeit des Hitler-Stalin-Paktes aufzeigt. Der Brief wurde am 20. Dezember 1940 in Hamburg aufgegeben. Am 10. Januar 1941 befand sich der Beleg in Moskau und kam am 12. Januar 1941 in Teheran an. Der Brief lag der Zensurstelle in Berlin vor, worauf der Stempel AB hinweist, wurde aber als vertrauenswürdige Bankpost nicht geöffnet. Das Porto betrug 25 Reichspfennig für einen Auslandsbrief, hinzu kamen 10 Reichspfennig Luftpostzuschlag, gesamt also 35 Reichspfennig entrichtet. Auf der Strecke über den Südatlantik übernahm Lati in vollem Umfang die Beförderung der Lufthansa. Brief aus Brasilien, der von der Zensurstelle nicht geöffnet wurde, aber ihren Stempel aufweist, AD. Brief aus Argentinien von 1950 in das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren. Und hier noch ein weiterer Brief aus Bolivien nach Berlin. Dieser Brief lief von Paraguay nach Wien. Zum Abschluss betrachten wir noch einen Brief in die Schweiz. Ein Brief in die von allen Seiten von kriegsführenden Staaten umgebene Schweiz, deren Auslandspost ihrer Neutralität zum Trotz von 2 Zensoren mitgelesen wurde. Ein, wie ich finde, spannendes Thema und eine tolle Ausarbeitung von Herrn Dr. Leist. Wenn ihr euch den Artikel selbst jetzt mal durchlesen möchtet, die Philatelie aber nicht erhaltet, so habe ich jetzt eine kleine Überraschung für euch. Denn der Artikel steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dieses Thema bietet sich doch auch an, um ihn mit anderen Philatelisten zu besprechen. Schaut dazu doch einfach mal bei eurem nächstgelegenen Ortsverein vorbei. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!